Mailchimp personifizieren. Ich will also persönliche Mails schicken. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe hier eine Mail erhalten über Outlook und das ist alles unpersönlich. Es geht weiter. Es wäre doch schön, hier stünde: Pirmin, es geht weiter. Oder: Wir freuen uns auf dich, Pirmin. Oder hier weiter unten: Liebe Freunde, ich bin ja nicht mehrere Personen. Hier müsste doch stehen: Lieber Pirmin. Und hier unten: Schön, wenn du, Pirmin, dabei bist. Mit Outlook geht das natürlich nicht. Deshalb machen wir es in Mailchimp. Ich habe ja diese Adressliste ins Mailchimp hochgeladen und ich habe hier drei verschiedene Anreden. Anrede 1, 2, 3: Lieber und hierher, sehr geehrter Herr. Und das gibt mir ein paar prima Möglichkeiten. Das habe ich ja hier importiert. Ich bin hier bei Mailchimp und hier steht wieder bei allen Kontakten: Anrede 1, 2, 3: Liebe Frau oder sehr geehrte Frau. Und natürlich weiter vorne steht auch der Name: Ursula Badetscher. Also da habe ich alle Informationen, die ich brauche. Also gehen wir zur Kampagne, also zum Newsletter. Ich bin hier bei dieser Einladung und da steht eben: Es geht weiter. Hier müsste doch eben mein Name stehen. Also gehe ich zu diesem Blog, bearbeite diesen Blog hier beim Bleistift und, wie mache ich das, dass hier nun Pirmin drin steht? Wenn ich eine Adressdatenbank bereits hinterlegt habe, also bei Audience, dann funktioniert das prima. Jetzt kann ich wie in Word einen Serienbrief erstellen, also eine Serienmail, und ich kann hier bei Merge Tags auf meine Datenbank zugreifen. Also ich klicke hier mal drauf und hier finde ich alles wieder, was ich einmal im Excel hatte. Das ist meine Anrede 1, 2, 3. Ich weiß noch, was dort drin steht, aber ich hole zuerst den First Name, also meinen Vornamen, also klick darauf und jetzt steht hier nur Programmiercode. Aber das funktioniert. Hier muss aber noch ein Leerschlag sein, dann heißt es hier: Pirmin, es geht weiter. Und wir freuen uns auf dich, das soll doch auch noch Pirmin stehen, auf dich, auch hier soll First Name kommen. First Name. Speichern. Natürlich sieht das jetzt noch komisch aus. Ich scrolle nach unten. Da soll doch noch stehen: Schön, wenn du dabei bist. Also du, Pirmin. Also ich klicke hier drauf. Und ich füge hier wieder meinen Vornamen ein. Wenn, First Name, wenn du, Pirmin, dabei bist. Safe and close. Ich gehe nochmals zurück, denn ich möchte hier oben noch etwas einfügen. Pirmin, es geht weiter. Da möchte ich noch: Lieber Pirmin, denn ich habe das ja in der Datenbank. Also klicke ich hier wiederum hin, Merge Tags, und ich weiß, bei Anrede 1, da steht dahinter: Liebe oder Lieber Pirmin, es geht weiter. Speichern. Und jetzt will ich doch einmal eine Vorschau davon. Also Preview. Enter Preview Mode. Sieht komisch aus, geht leider nicht. Oder ich versuche es anders. Ich schicke mir eine Testmail. Vielleicht geht das. Testmail schicken. Okay. Ich schaue nach bei Google Mail. Da bin ich, Posteingang, ich test. Aha, ich gehe hier drauf. Achtung, bei dieser Nachricht ist Vorsicht geboten. Also es kann durchaus mal passieren, dass ein Mailprogramm findet, wir seien Spammer. Ich will jetzt aber nicht Spam melden. Sieht sicher aus, jawohl, und funktioniert schon wieder nicht. Also das funktioniert wirklich erst, wenn ich meine Kampagne losschicke. Ich bin hier zurück und ich sage hier Continue, also fortfahren. Jetzt schicke ich doch meine Kampagne wirklich fort. Also und losschicken, mal sehen, was hier weitergeht. Bin ich bereit? Hier stehen alle diese Haken drin. Jawohl, senden. Und jetzt gehen 157 Mails raus. Und zwar jetzt. Und so schnell geht das. Wusch und
Alle haben es bereits erhalten, und zwar eine persönliche Mail. Und das schaue ich mir doch mal an, denn ich habe mir selber auch eine Einladung geschickt. Also, aha, hier beim Posteingang, es ist angekommen. Cornelia Montanis Erzähltheater, klick mal drauf. Ja, sieht sicher aus, genau. Und jetzt funktioniert's. Also, lieber Pirmin, es geht weiter. Und wir freuen uns auf dich, Pirmin. Das tönt doch ganz anders, als wenn da nur Gäste empfangen werden. Auch hier unten. Schön, wenn du, Pirmin, dabei bist. Perfekt. Also jetzt ist's richtig gut und persönlich. Also vertrauen Sie Ihrem Programmiercode. Es kommt dann schon perfekt. Das war's.